Auf offener Strecke bleibst du unentdeckt, wenn du inkognito bist. Ja, und so unglaublich inkognito, wie der gute Phelps das da gerade macht. Ja, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Dreht sich auch immer wieder um, ne? Da hat er gerade geguckt. Die Entdeckung, damit du nicht entdeckt wirst. Ja, auf der Strecke gibt es allerdings nicht so viel Deckung, ne? Hier hinterm Zaun können wir uns verstecken, wenn sie jetzt nach rechts geht. Sie geht nach rechts, wunderbar. Tidum, 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 überhaupt nicht auffällig. Hier wäre ein Schuhputzstand. Okay, die Sache ist, ich habe ja sonst nicht viel, wohinter ich mich gerade verstecken kann, ne? Too much slack. Get closer. So, hier kann ich halt hinter der Hauswand erstmal bleiben. Da ist auch ein Schaufenster. Dann können wir erstmal gucken, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Yeah, risk losing the trail. Jetzt kommen wir richtig nah ran hier. Sie geht da hinten über die Straße. Wir können uns da am Zaun verstecken. Ich wurde in... Scheiße! Oh, und jetzt den ganzen Shit nochmal, weißt du? Okay, nee, wir sind... Sie geht jetzt da hinten über die Straße, ne? Ist das der Punkt oder wo sind wir hier? Geht das links rum, ne? Ach nee, wir sind erst hier. Okay, sie hat auf dem Weg, hat sie aber nicht wirklich großartig geguckt. Wenn wir jetzt wissen, dass sie da hinten rüber geht. Okay, es sind also keine festen Punkte, an denen sie guckt. Das ist belastend. Das ist belastend. Habe ich nicht im letzten Fall oder irgendwann erst noch gesagt, ja, und diese Inkognito-Mechanik, die könnt ihr ruhig mal öfter benutzen. Ja, scheiße was. Jetzt nervt sie mich schon wieder. Die Sache ist halt einfach, ich hasse halt dieses in the Dead vs. Game Over. Ja?
Also, wenn das jetzt so optional wäre, ja, und so nach dem Motto, wenn ich es nicht hinkriege, hätte ich halt immer noch die Chance, das irgendwie anders zu lösen und kriege dann halt weniger Punkte oder irgendwas. Aber wenn du es machen musst und dann noch über so einen langen Zeitraum. Dann wird das irgendwann schon echt belastend. Geht sie jetzt da rein? Oder geht sie weiter? Sie geht weiter. Das heißt, wir können hier die Hausecke wieder nutzen. Dann da hinten die nächste Hausecke. Diese Gasse hier, die ist gefährlich. Die ist richtig gefährlich. Da ist nämlich nicht wirklich was, wohinter man sich verstecken kann. Das heißt, wir müssen jetzt echt warten, bis sie links oder rechts abbiegt und dann schnell hinterher. Geht rechts rum. Okay. Okay, aber insgesamt haben wir uns, glaube ich, gar nicht so schlecht geschlagen jetzt hier. Die Frage ist nur, wo genau sind wir? Bookmakers? Yes. Surprise, surprise. Wir sind jetzt nicht wirklich ins Auto eingestiegen, um zwei Sätze zu wechseln und dann aus dem Auto auszusteigen. So, der Buchmacher, wo ist er denn? Da. Das muss er sein, da ist nämlich eine goldene Klinke. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. Okay, danke. Ich muss sagen, den Fall finde ich tatsächlich insgesamt sogar relativ interessant in den Ermittlungen. Der gefällt mir. Ich bin aber trotzdem der Meinung, Mord hätte Nachweis kommen sollen. What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. Auf jeden Fall eine Adresse. We know where she's headed. Let's get moving. Dann mal los. So, aber vorher, weil das in die Erzählung gerade super reinpasst, machen wir noch ein Street Crime. Ich bin furchtbar, ich weiß. You're behind the wheel. Ich bin furchtbar. Wollen wir was haben, dann haben wir es halt. Ne?
business operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGPL clear. Wow. Any central unit of 484 just occurred, 3155 West 4th Street. Unit to handle code 3 identified. Habe ich gerade die Information erhalten, die ich gerade auch sowieso erhalten habe? We'll take the 484. 11K, see the man. Citizen reports a 484 just occurred at 3155 West 4th Street. 11K, handle code 3. So, dann gucken wir mal, was wir hier jetzt haben. Ich mag diese Street Crimes auch, ganz ehrlich. Slow down. What happened? I was just walking alone, not bothering nobody. And these punks jumped me. They knocked me across my mouth and took my money. How long ago was this? Not more than 20 minutes ago, mister. They went that way, down the alley there. Wait here. Mal gucken. Das war so klar. Das war sowas von klar. Just taking the car. Shit, come on, let's get after it. Wake up, Cole. Das ist unser Polizeiauto. Ich glaube tatsächlich, das ist nicht mal unseres, was er da geklaut hat. Na, das handelt ja nur bedingt katastrophal, diese Limousine. Was gut an diesen Verfolgungsjagden ist ja, irgendwann sind die automatisch vorbei. Hit him, Cole. Spin him out. Wenn man die Leute nicht vorher aufhält. Weil die ja im Zweifelsfall ein geskriptetes Ende haben. Das ist ja nicht so wie bei, ja, keine Ahnung, GTA oder sowas, wenn du eine Verfolgungsjagd hast, die dann potenziell, wenn du es nicht hinkriegst, das Auto zu demolieren, bist du da Viertelstunde unterwegs oder was weiß ich. Ne, hier zum Beispiel. Now wasn't that a stupid thing to do? So, ganz gemütlich. Put your hands in the air. Das lief doch ganz gut. Wenn er vielleicht wenigstens so schlau gewesen wäre, mit dem Diebstahl des Autos zu warten, bis wir tatsächlich um die Ecke und in die Gasse sind und das nicht direkt sehen, was er da macht, ne, aber... So, das hier ist unseres, ja? Jetzt will ich natürlich vorher nochmal gucken, vielleicht haben wir ja gleich noch eins. Aber... Ich glaube tatsächlich, das dauert immer einen Moment, bis das nächste dann erscheint. Also mindestens eins gibt es noch, ja? Wir sind jetzt bei 33, wir müssen mindestens auf 34, wenn nicht sogar auf 35 kommen. Mindestens eins kommt dann also nochmal. Okay, was sind denn jetzt unsere Optionen eigentlich? Entweder der Examiner Drugstore oder Rays Buchmacherbüro. Ne, der Examiner als erstes, ne? Das ist ja der... Wo wir wissen, dass sie da unterwegs ist. You can drive. Da fangen wir mal an. Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf or is she cheating him too? Das ist tatsächlich eine überaus interessante Frage, Phelps. Das habe ich mich nämlich tatsächlich auch schon gefragt.
broadhead stock then. Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervin? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. By the phone. Jetzt muss ich erstmal das Phone finden. Das hier? Nee. Es ist so dunkel, ich sehe das Telefon nicht. Ein bisschen traurig gerade. Alter, ernsthaft? Ich sehe es wirklich nicht. Muss doch irgendwo noch ein Telefon sein. Da ist ein Telefon. Okay. Alter, ist das peinlich. Yellow cab. We need to get after her. Fast. Naja, wir haben ja noch einen Anlaufpunkt, ne? Achso. Operator, give me dispatch. Can you connect me to the Yellow Cab Company, Hollywood 2187, please? This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Yes, sir. Send one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. We're done playing around. Get Mervin to give us an address on Ray's place. Haben wir die Adresse nicht schon? You have any idea who Ray is? Sugar Ray. Not now, Mervin. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. Das, die Stimme klingt auf jeden Fall nicht gesund, ja. Der sollte vielleicht tatsächlich mal ein bisschen weniger rauchen. So, meine Frage jetzt natürlich. Kriegfall? Nein, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Machen wir mal ganz normal weiter. Roy, du fährst doch, oder? Komm. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? Ja, aber relativ sicher. Die Adresse, die hat uns doch der Funk auch schon mitgeteilt gehabt, oder? On cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the Limeys, especially where a fight's concerned. Mistake we can't seem to stop making. Aber ich wollte gerade sagen, she's not in the car. Don't get too close. Aber wir haben unser Taxi gefunden. She must be inside. On the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Das Taxi hat ja keinen Grund. Now would be a bad time to forget how to drive. Das Taxi hat ja keinen Grund, irgendwie zu versuchen, uns abzuschütteln oder so, ne? Aber einfach ganz sich hinterher. The tax-paying citizen just bounced off the fucking hood. Entschuldigung. Hammond is full of himself, being this sure he was gonna win. Das war keine Absicht. Das ist ein bisschen blöd gelaufen gerade.